Landtagswahlen im Freistaat. Am 15. September liefern die Bayern ein Stimmungsbarometer für die Wahl des Bundestages hier in Berlin eine Woche später. Trotz der Sommerferien im Süden schalten die Parteien bereits auf den Wahlkampfmodus. Die CSU setzt dabei auf Modernität und Überraschung. So auch in ihrem ersten Wahlkampfspot, den die Partei vom Donnerstag an der Öffentlichkeit präsentiert und der Focus Online vorab exklusiv vorliegt. Das Ungewöhnliche daran, das Video zeigt nicht den fordernden und quertreibenden Ministerpräsidenten und CSU-Chef, sondern einen nachdenklichen Horst Seehofer. Und der kommt dabei dem Publikum ungewöhnlich nahe. Bayern hat einen ungewöhnlich hohen Standard in allen Bereichen erreicht. Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Kultur. Ich sage immer Vorstufe zum Paradies. Und die größte Gefahr für die Zukunft lauert immer im Erfolg der Gegenwart. Das heißt, notwendig sind jetzt Visionen, wie wir das Erreichte stabilisieren können und vielleicht sogar noch ausbauen können. Das ist meine Motivation für die nächsten 5 Jahre. Ich glaube, nichts überzeugt so sehr in der Politik wie die Praxis. Nicht abstrakte Ideologien oder Programme, sondern was bewirkt man real mit der Politik, die man macht? Wie geht es dem Land und den Leuten, für die du Verantwortung trägst? Stimmt der Politikstil, den wir predigen, noch mit dem, wie wir uns verhalten, überein? Was schaffen wir heute Bleibendes für die nächste Generation? Investiert mehr in die Bildung, investiert mehr in die Forschung und Entwicklung, macht keine Schulden. Ja, das ist die Einladung an die Bundesregierung. Schaut auf Bayern. Wir reden nicht nur klug daher, sondern machen die Dinge auch gut. Während die CSU auf moderne Kameraführung setzt und den Amtsinhaber staatstragend zeigt, kommt sein Herausforderer Christian Uhde von der SPD ein wenig hausbacken daher. Er bietet offensiv um Wählerstimmen und lässt für sich werben in den verschiedenen bayerischen Mundarten. Schließlich will der bisherige Münchner Oberbürgermeister nicht als Vertreter der Landeshauptstadt allein wahrgenommen werden. Interessant ist dabei, wer alles für Christian Uhde Wahlkampf macht. Mein Name ist Christian Uhde und ich bewerbe mich um das Amt des Ministerpräsidenten. Christian Uhde hat einfach Stil, das gefällt mir. Er ist zwar Mingerer, aber versteht uns nicht dabei, nein. Bei Osterholm kommt Uhde richtig gut an. Wir Franken, wir sind kritisch, aber der Uhde, der passt. Er steht für Vielfalt und Respekt und das schätze ich sehr. Das war, kann ich euch sagen. Der Uhde ist ehrlich, der ist kein Amigo. Tradition und SPD ist für mich kein Widerspruch. Uhde ist für den Mindestlohn und dafür bin ich auch. Den Uhde mag ich einfach, weil ich oft mit ihm verwechselt werde. Bei den Kita-Plätzen, da hält der Christian Uhde sicher auch sein Wort. Bayern braucht eine Politik, die Wort hält. Der Uhde hat schon in München bewiesen, dass er Wirtschaft einfach kann. Leider muss der Uhde jetzt von München zu Bayern wechseln. Die CSU braucht jetzt einmal einen Denkzettel. Jetzt braucht's mal einen, der für frischen Wind sorgt. Ich find's toll, dass er jetzt für ganz Bayern antritt. Seinetwegen wählt sogar mein Opa die SPD. Da braucht man nicht lange reden, der passt schon. Jetzt wählt's ihn halt, damit er Ruhe ist. Deshalb bitte ich Sie am 15. September um beide Stimmen für die SPD. Genau, Uhde. Haben Sie sie erkannt? Ich meine nicht Jutta Speidel am Schluss, sondern die Dame davor. Das ist nämlich Uhdes Ehefrau Edith. Wie sie das wohl meint, jetzt wählt's ihn halt, dann ist er Ruhe. Zu Hause oder im Land? Dass Uhde so viele Fürsprecher aufbieten muss, ist für mich der größte Kontrast zwischen diesen beiden Videos. Da scheint einer es nötig zu haben, ganz viele Leute zu mobilisieren, die für ihn werben, während der Amtsinhaber eigentlich mit sich selber und alleine daherkommt und mit seiner Vision für Bayern.